Wir sind wieder auf Ebene. Wo sind wir? Nee, falsch. Habe ich jetzt vergessen, den Aufzug zu betätigen. Nee. Wir sind ja auf Ebene 4. Oh. Kriegen wir gleich eine neue Nachricht auf Ebene 5. Und zwar vom Herrn Parowski. Ah, von der Frau Parowski. Ist da jemand? Wir können dich mit unseren Überwachungskameras sehen, aber niemand weiß, wer du bist. Hm? Wir befinden uns auf dem Flugdeck. Unsere Munition geht zu Ende. Sie meine auch? Gerade mit etwas Neuem auf. Einem Herrenräuber. Such nach dem Codewort Grey an den Wänden. Du wirst uns ganz im Süden finden, hinter den zwei Konvektionsschächten. Scheiße. Oh, da geht's ab. Heilige. Ich brauche mich gar nicht, die Aufzugtür zu öffnen. Naja, mit dem Hirnräuber hat mir schon niemand gedroht. Der Shodan damals. Eieiei. Au weh. Schieß nicht. Ah, Scheiße. Ich dachte, ich warte, bis die Aufzugtür zugeht. Habe ich schon mal das Wort Fehlstart erwähnt? Ich glaube nicht. Hiermit mache ich's. Das war ein Fehlstart. So, die Nachricht müssen wir uns leider auch noch mal kurz anhören. Und dabei das passiert, werde ich einen hübschen. Hallo? Ist da jemand? Eine hübsche Waffe auswählen, um unseren Freund hier zu begrüßen. Am besten die Magnum. Was ist jetzt? Kann ich nicht. Ach so. Du wirst ihn ganz im Süden finden, hinter den zwei Konvektionsschächten. Was ist denn? Jetzt halt mal nochmal reloaden. Ja, ja. Jetzt geht sie natürlich zu die Tür. For a better future. Ah, die Fahrstuhlmusik ist zu Ende. Zu Ende ist sie nicht, aber wir haben den Fahrstuhl verlassen. Ah, da haben wir schon das erste Sicherheitsrisiko. Naja, aber wenn ich jetzt die die Kameras zerstöre, dann können mich die auch nicht mehr sehen, nicht? Aber egal. Nicht mein Problem. 91%. Oh, da fehlen noch ein paar. Da ist ein Hackdingsbums. Könnte ich zwar ums Eck schauen, aber wozu? Und da unten ist alles verstrahlt. Und hier müsste es eine Möglichkeit geben, die Brücke. Wahrscheinlich wird das hier passieren. Oh Gott. Gut, ich bin zurück, wenn ich das gelöst habe. Okay, ich bin zurück. Das ist die Einstellung. Und siehe da, die Brücke ist ausgefahren. Da ist ein Kanister, aber er verstrahlt uns gar nicht. Das ist cool. Also nicht jeder Kanister ist was für die Gesundheit. Oder gegen die Gesundheit, je nachdem. So, Traverse. Wir müssen die erste Hilfe kästen. Hallo, Traverse. Kapseln der Flughallen 2 und 3 auswechseln. Netter Haarschnitt. Oh, und was ist die Diagnose für die Abspringmechanismen? Ja, da fragst du mich. Keine Ahnung. So, da geht's wieder hoch. Okay, gut zu wissen. Strahlt's hier? Nee, auch nicht. Ich will die Automap, bitte. Ja, danke. Wir müssen vorsichtig sein. Denn wir können hier sterben. Und ich garantiere euch, wir werden sterben. Deshalb speichere ich mal. Da sehe ich schon einen Vogelmutanten. Vier Strahler. Schüsse. Oh, der Hangar.
Haben die einen Fernangriff? Nee, ich glaube nicht. Diese Vogeldinger hier nicht. Können uns höchstens kratzen oder beißen. Oder schnäbeln. vielleicht hätte ich doch zuerst raufgehen sollen, nicht Depp. Ich fürchte fast. Bisschen voreilig. Wenn wir schon die Brücke ausfahren, warum nicht auch rübergehen? Nadelpfeile. Nadel. Hey, das sieht's aus wie auf der ersten Ebene. Wow, der mag wohl keine Laserstrahlen. Ha? Was war's? Keine Ahnung, warum ich jetzt gestorben bin. Muss ich gestehen? Ja, jetzt haben wir die umsonst gekillt. Aber wir werden sie gleich nochmals killen. Nur diesmal werden wir vorsichtiger zu Werke gehen und vorher auch ein Medipack inhalieren. Vielleicht hat er jetzt was Besseres. Ja, siehst du? Jetzt hat er Standard-Muni auch noch. Was hier nützlich hier? So, schauen wir mal, was war's? Was uns das Leben gekostet hat. Au! Diese scheiß Tür nicht immer zugehen würden. So, dann gehen wir wieder rein. Schauen uns um. Von hinten war nichts, oder? Ich sehe nichts. Über mir? Unsichtbare 0G-Mutanten? Fehlanzeige, nix. War es die Tür? Kann das sein, dass mir die Tür zugegangen ist und ich stand dazwischen? Das wäre das erste Mal. Oder da oben. Vielleicht war da vorhin was, was jetzt nicht mehr da ist. Da ist wieder eine Box von Jokey-Schlumpf. Oh! Mal die Magnum raus. Ich hasse es, wenn so Geräusche hinter mir sind. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video rüberkommt, wo die Geräusche... Ups! Scheiße. Da wische ich natürlich den falschen Knopf. Zwei EMP-Granaten. In so einer großen Box, das ist ja fast Verschwendung. Da passen mindestens 100 Granaten rein. Aber es wäre natürlich zu einfach. McDan! Wir sind von der Katastrophe vor zwei Tagen noch immer ganz verstört. Ich habe das Abwehrsystem überprüft, aber es ist alles in Ordnung. Mit Ausnahme der Tatsache, dass es auf unsere eigene Fähre geschossen hat. Ich schalte das System jetzt aus. Bitte. Hoffentlich komme ich sofort zur Reanimationskammer hier. Zumindest so bald wie möglich. Was ist denn das? Ah, ein Luster. Ah, was nehmen wir denn? Spark? Ich will keine Energie verbraten hier. Am besten Standardpistolenmuni. Die ist nämlich wirklich fast wertlos. Wow, wir sind schon auf 65%. Auch nicht schlecht. Was war das noch gleich für eine Ebene? Die Ebene 5? Habe ich es vergessen. Splitter. Turbosystem. Technisch veraltet? Wieso? Hatte ich das schon? Kann mich gar nicht erinnern. Aha. Ist das eine Kamera? Nee.
alles zu heiß hier. Nicht. Sieht aus, als wäre er nackt. Nee, der sieht aus wie von die Körperfresser zusammen. Die Körperfresser kommen. Den Film von 1975 oder 76. Das sieht aus wie eine... Ah, Flight Bay. Es liest sich wie Flight Gay. Ah, die Tür ist verschlossen. Werden wir nachher knacken. Schauen wir zuerst noch hier hin. Dann höre ich eigenartige Geräusche. Kamera. Ich nehme lieber mal die Magnum in die Hand. Einiges zu erforschen hier. Oh Gott. Da huscht ein Roboter. Hast du ihn gesehen? Der ist darüber gehuscht. Wo ist er? Ups. Herrscht hier Strahlung? Da ist er. Dachte ich für einen Augenblick, da ist was hinter mir. Diese Schattenkrieger. Zutritt verboten. Ah! Verschwinden. Ah. Die sendet gleich wieder ihre Krieger auf mich. Da haben wir eine Erste-Hilfe-Box. Sehr nützlich, kann ich aber nicht nehmen. Das heißt, wir können gleich eine nehmen. Erste Hilfe. Volle Gesundheit. Aber jetzt nur nicht unvorsichtig werden. Eine volle Gesundheit macht noch keinen Sommer. Wir könnten die Spark nehmen. Oh! Oh, da ist was aktiviert worden. Wie viel hat jetzt der Schutzanzug? Brauche ich den gar nicht anschalten? Das ist gut, den brauche ich nur bei mir haben. Okay, ich verstehe. Irgendwas ist da jetzt aktiviert worden. Ich habe es ja gesehen. Ja, wo ist es? Zeig dich. Ah, da bist du. Weg, 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 weg. Oh Gott. Nimm den Spark. Oh Gott. Falsch. Da brauche ich wirklich die Magnum. Zwar besten zwei. Oh, noch einer. Noch mehr zwei Schuss. Da muss ich nachladen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei es gedankt, dass ich Hohlkernmunition bei mir habe. Und du gibst mir hoffentlich neue Hohlkernmunition. Ja, danke. Ja, mit dem Blechsalat. Teflon, auch nicht schlecht. Ich nehme alles. Oh, noch einer. Jetzt habe ich auf einen Schlag meine... Zwei Drittel meiner Gesundheit verloren. Super. Der steht da hinten, der Arsch. Steckt sich. Der kann hinter den Fässern vorschießen, aber ich ihn nicht treffen. Das ist gemein. Mein Medipack. Safety first. Da ist er. Oh. Das ist nicht der von hinten, weiß ich doch. Ein anderer. Reloaden und Medipack. So lautet die Devise. Den werden wir... Oh Gott.
erwischt hat er mich. Sind da noch mehr? In den Fässern? Wahrscheinlich. Da oben. Oh Gott, ich bin völlig verstrahlt. 26 absorbierter Schutzanzug. Naja, das ist immerhin. Ist gar nicht mal so wenig. Ich werde hier mal alles looten. Dann werde ich die E-Mail mitnehmen. Hier aufladen. Und Medipack einwerfen. Die E-Mail lese ich da draußen, wenn ich aus der Verstrahlung mal raus bin hier. Da ist auch noch ein. Ist das ein Shot? Nee. Okay. Verstrahlt sie mir nicht mehr, aber. Ich lese mal die Mail. Oder schau mir die Mail an, besser gesagt. Verdammt! Die Wartungsbrücke in Flughalle 4 hat mehrere durchgebrannte Sicherungen. Wir montieren etwas Provisorisches, aber es wird ein bisschen wackelig. Speichern. Okay. Technisch veraltet. Oh, heilige Scheiße. Wow, wie viel verträgt denn der? Eine ganze Hohlkern draufgegangen.